Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dwarf Fortress. So, wir haben im letzten Part schon ein paar Kleinigkeiten hier erledigt. Wir müssen eigentlich hier momentan wieder ein bisschen warten, bis das Ganze hier so ein bisschen vor sich hin tröpfelt und ja, läuft. Damit die Zwerge auch sich endlich mal, sagen wir mal, in der Stimmung fühlen, bestimmte Dinge auch zu erledigen, wie zum Beispiel bestimmte Tische hin und her tragen, etc. Ja, schnurr, du mich auch. Skitten has adopted. Jo. Und hierzu auch die Frage: Ja, unsere Leute können Tiere adopten. Tun sie auch bisweilen. Dwarven Child stumbling around. Aha. Was machst du denn da? You playing. Schön. Become hacked and drawn due to the enormous stress placed on her. Selbst die Kinder haben's! Also selbst die Kinder haben diese vengeful thoughts. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Niemand ist sicher davor. Oh damn. Ich glaube, für den Record Keeper habe ich noch nichts, aber hier für den Manager, das kann alles weg. Den Tanner tue ich dann auch abreißen. Hier sollte sowieso eigentlich nichts mehr stehen, außer ein paar Türen. Ja, und die Trainingsanlagen für den Team hier. Ja, und das ist schon fürs Howling. Howling. Nur noch die Kinder sind oben in dem alten Bereich, wo niemand mehr was zu tun haben will. Wie so eine so eine leere Halle, Industriehalle, in den noch manche Kinder hineingehen zum Spielen. Ne? Duckling. Ich möchte noch kurz was machen, und zwar nämlich Duck. Duckling. So. Und zwar können die da alle auch fix assigned dazu. Die wurden anscheinend nicht automatisch in die Zone mit hineingeschmissen. Und daher muss ich das jetzt von Hand machen. Okay, passt. Dann dürften die hier auch nicht mehr in der Gegend herumgucken. Ja, hier, die kleinen Viecher hier. Sind schon alle unterwegs. Gehen aus der Taverne raus. Aber da sind trotzdem noch welche. Ihr seid da eigentlich nicht assigned, ne? Ich nehme mal stark an, irgendeiner von den Zwergen hat die adoptet, die Viecher. Und dann laufen die den Zwerg immer hinterher, ne? Und nachdem der halt ein paar Eier gelegt hat, und rennen diese kleinen Viecher immer ihrer Mutter hinterher. Und ignorieren dabei so ziemlich alles an Regeln etc. Nee. Naja. Okay, gucken. Wir müssen das Ganze jetzt hier so ein bisschen laufen lassen. Ich kann jetzt das nicht so. Naja. Ich kann da jetzt relativ schlecht dann immer wieder mal das reintackern, weil das hält hier jetzt wieder Spiel auf. Das muss laufen! Darum muss ich mich da jetzt ein bisschen bedeckt halten mit den Kommandos. So. Der Avatno ist gut. Sehr gut sogar. Genau, das sind der Wrestler. Und hier wäre nach wie vor die Adamantitader. Ich glaube ja gelesen zu haben, dass man. Also, ich weiß, dass man in Master Workdraft Fortress Mode. Master Workdraft Fortress. Dass man dort aus Obsidian ziemlich gute Waffen und Rüstungen schmieden kann. Jetzt ist halt natürlich nur fragwürdig, ob das auch im normalen Dwarf Fortress so geht. Naja. Fühlt sich eigentlich jemand irgendwie bedürftig, mal einen Tisch zu räumen? Was haben wir denn? Die Jobliste. Detailing for Remove Construction.
Play make believe, listen to story, listen to poetry. Ich weiß, da halte ich jetzt wieder auf, aber ich würde schon gern wissen, ob man das nicht irgendwie manipulieren kann. Adamantit, Breastplate, bla blub. Plants, smells, destroy building. Ja, da sind einige Buildings, die destroyed gehören, aber die keiner machen will. Hier ist auch ein Haufen Construct Building. Moment, das sind Haufen Beds. Nickel Door. Ich brauche jetzt noch ein Nickel Table. Oder ein Tin, glaube ich, war es. Nickel oder Tin Table war es. Das sind aber alles Doors. Das sind Statuen. Chests. Apple Kabinett, das sind die in der Dingskirchen, das sind die in der Taverne. Suspend, View Job, Go Building. Okay, die scheint hier keiner zu machen wollen. Doof. Und ich kann hier auch nirgendwo hinschreiben, dass die jetzt einfach mal das schneller machen sollen. So ein Shit. Na gut. Gut, dann muss ich es noch weiterlaufen lassen. Okay, es wurde auf jeden Fall schon mal eine Truhe hier in den Raum gelegt. Das zumindest einmal. Was heißt, da gucke ich das jetzt auch mal schnell nach wegen der Location. Details. Oh, Box ist in Klasse 16. Ha? Komisch. Okay, das scheint so nicht ganz so zu funktionieren. Zumindest werden die Chests hier nicht gezählt, aber ich habe es jetzt mal hier drin. Mal schauen, was wir damit machen. Wir können ja regelmäßig mal gucken, was sie reintun. Dann habe ich auch ein bisschen eine Ahnung, was da passiert. Fein. Wir könnten ja mal überlegen. Wir müssen ja, also ich mache jetzt hier unten erstmal einen Tempel der gemeinen Götter. Wo bauen wir eigentlich die Tempel hin für die spezifischen Götter? Hier hinten wäre eigentlich noch viel Platz. Da könnten wir so richtig schön außer so Gebetstürme bauen. Die auch ziemlich tief runtergehen. Doch, da könnten wir was machen. Fein. Ich könnte mal kurz Champ mal anschauen, weil den haben wir ja gerade beim Training mit drin. Mal schauen, wie er sich so mittlerweile tut. Er ist mittlerweile Doubling. Das heißt also, er ist nicht mehr ganz so dämlich in dem, was er tut. Im Bezug auf Kampf, was ist schön. Das ist schön, das ist schön. Ein Trader. Habe ich eigentlich schon getradet? Nein! Heresie, ich habe es beinahe vergessen. Gut. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Zack. Gut, dann ist hier der Makro zu Ende und ich verkaufe jetzt erstmal alles relativ blind. Nachher gehen wir nochmal einzeln durch. Was ich nicht mehr haben möchte. Also was ich behalten möchte. Goods for Trades. Ich muss ja so ein bisschen das Auge drauf behalten. Wir dürfen ja, glaube ich, keine Creeper verkaufen. Wir dürfen keine Anvils verkaufen. Keine Gauntlets, glaube ich, schon. Ich muss nochmal nachgucken. Ich frage mich, ob das Marken bleibt, selbst wenn ich die Ansicht verlasse. Naja, sehen wir ja geil. So.
Jagdmiet. Ein Haufen Kleingedöns. Ein Haufen anständige Rüstung. Hey Junge, das war zu weit. So. So. Ich hoffe mal die Markierung. Moment, are you sure you want to leave the screen? Select items will not be saved. Okay. Okay, das hat sich gerade erklärt. Gut, ich mach das einfach auf den Kopf. Gold Bars, Platinum Bars, la, also die ganzen Metalle könnt ihr mir einfach so geben. Ich habe. Ah, Gold vielleicht nicht. Gold haben wir selber zum Abwinken. Sterling Silver, ja gut, das ist scheiße billig, das ist mir erst relativ gleich. Silver Bars brauchen wir auch nicht. Nickel, Iron, Gold, Billion, Brass, Tin, Pig Iron, Steel, Gold brauchen wir nicht, Billion, Electrum brauchen wir auch nicht, weil das aus Gold und Silber besteht. Nickel, Silver, Bismuth, Bronze, Platinum, Steel, Billion, Steel, Tin, Steel, Iron, Bismuth. Was ist denn das? Egal, ich nehm's mit. Platinum, Terrifying Pure Bars, Big Iron, Billion, Tin, nee, Tin, nicht Gold. Platinum, Iron, Tin, Electrum braucht man nicht. Aber Tin, Iron, Billion, Electrum haben wir selber. So, und da haben sie auch schon mal keinen Eisen mehr. Kann man absolut nichts mit anfangen. Mit dem geringen Mengen. Das Glas nehmen wir auch mit. Und so ziemlich alles. Auch das Clay nehme ich einfach mit. Mal warum nicht? Ropes. Ropes sind jetzt auch nicht wirklich relevant. Dann schauen wir mal. Wir haben hier Tiere. Donkeys, Turkey Hen. Wir brauchen normale Hühner. Ja. Soweit ich mich zu entsinnen pflege. Scheinen sie aber nicht zu haben. Schade. Wir nehmen einfach mal den Zinn Cage mit. Den Kupfer brauchen wir auch nicht. Könnten aber die Tin Cages mitnehmen und einschmelzen. Genauso wie Zink. Ich nehme als Turkey Hen, weil es ein Tin Cage drin ist. Lead brauchen wir nicht wirklich. Lead brauchen wir nicht wirklich. Tin. Oh. Lead, Tin. Horse. Ich nehme jetzt einfach mal diese. Die Cages mit. Goose. Ne, Goose brauchen wir nicht. Aber der ist aus Zink, ist wurscht. Nehmen wir mit. Lead brauchen wir nicht. Cage. So, hier, das ist alles nicht wirklich nötig. Gut, dann haben wir hier noch. Was haben wir hier denn? Hier noch alles, was wir nehmen könnten. Das sind eigentlich nur so klein, gusch, gedöns, Sachen, Milk. Ja, Milk können wir brauchen. Da wird Bigus ganz gut, nicht Bigus, sondern Dumbadur ganz fröhlich sein. Was das sortiere ich nachher mit der Suchfunktion aus. Oder was ist das? Search. Are you sure you want to save these goods? Size? Ich will Search. AQ ist Search. Milk. Hat er schon einiges dabei? Ah, das ist Opal. Das sind auch Edelsteine mit bei. Wobei, das ist mir eigentlich relativ gleich. Ich nehme es einfach mit. Hier hast du einen Haufen Milch. Tumbadur, mach was draus. Mach einen schönen Käse. So. Hier nehmen wir noch die Opale mit. Gut. Dann kann der Search weg. Jo. Dann müssen wir hier runter. So. Ja, oh, die haben einen Haufen Milch mitgebracht. Ich glaube, ich habe das sogar in Auftrag gegeben, dass sie es tun sollen, gell? Jo. Kann sein. Okay, Bucket Hammer. Ja, nehmen wir mal Bronze Warhammer mit. Kann man ja vielleicht irgendwann gebrauchen. Silver Warhammer produzieren wir selber sehr gute.
Crossbow aus Bismuth nehmen wir mal mit. Bronze Hammer. Jo, Copper. Ich glaube, das Material macht bei den Crossbows nicht so viel, glaube ich, habe ich gelesen. Iron Short Sword, Mace. Das sind Training Axe, Steel Warhammer, Bronze, Steel Battle Axe. Okay, Bismuth, Bronze, Warhammer, nehmen wir mit. Tower Cap Training Spear ist Holz. Training Sword, Copper Pick. Kupferzeug brauchen wir halt einfach, wie gesagt, nicht. Aber Iron Zeug und Steel Zeug kann man gut gebrauchen. Mhm. Steel Mace, Iron Pick. Copper Shortsword brauchen wir nicht. Bisschen Bronze, Steel Crossbow können wir im Notfall einschmelzen. Bronze Warhammer. Mhm. Palmwood Training. Ne, das ist nicht. Silver Spear brauchen wir auch nicht. Copper. Das ist auch Copper. Battle Axe, Bithme Bronze. Training. Bronze, Steel. Einfach gute Materialien, die man im Notfall einschmelzen könnte, wenn wir es wirklich nicht brauchen. Und dann. Bronze Mace. Orange. Bithen Bronze. Ja, nehmen wir mit. Iron Mace. Steel Pick. Silver Battle Axe können wir selber machen. Auch wenn es verziert ist und schön ausschaut. Das ist jetzt für unsere Arbeit nicht wirklich relevant. Steel Breastplates können wir brauchen. Garantiert. Ja, Dresses nehmen wir auch mit. Westen. Coats. Chicken Leder Armor. Haben wir wohl Westen. Copper Mail Shirts verkaufen wir euch gerade in großen Mengen. Cave Side Dress. Kamel Hammel Dress. Noch eine Weste. Togas, Dresses, Leather Armor. Dresses, Leather Armor, High Boots aus Steel. Sehr schön. Wie viel haben wir noch über? Wir haben noch ein paar tausend. Das wird nicht reichen, gell? Nee. Pigtail Shoe. Bithen Low. Sheepwool Socks. Bronze Low Boot nehmen wir auch mit. Ja, wir kratzen gerade an unseren Ressourcen. Also, die haben diesmal richtig teures Zeug dabei. Mhm. Gefällt mir. So. Was darf ich jetzt nicht verkaufen, was hier möglicherweise drin ist? Das sind Meat Barrels. Kann man hier nicht irgendwie das Mark for Trade? Shift Enter Mark All Goods for Trade. Oh, das hätte ich eigentlich tun können. Okay, ich suche jetzt hier einfach mal. Ah, ne, hier ist. Falsch, das ist W. Anvils. Okay. Quivers. Quares. Earrings. Earrings glaube ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was Tumlo verboten hat zu exporten. Gut, was das sehen wir gleich. Ob ich ihn jetzt verärgere oder nicht. Ich biete ihn das jetzt einfach mal an. Trade. Ja. Yeah. Okay, es scheint ihm nicht genug Profit zu geben. Das Dealzeug möchte ich behalten. Die Dresses und Togas und Gedöns kannst du auch behalten. Scheint ihm auch noch nicht zu reichen. Gut, dann hier. Ich hoffe, da stickst dran. So, ich wette, ich habe jetzt gerade irgendeinen unserer Mandate. Oh, Make Anvils hätten wir nochmal einen. Crossbows hätten wir nicht exporten dürfen. Aber gut, wir haben sie importiert, glaube ich. Crossbows, also ich glaube nicht, dass wir Tumlu verärgert haben. Okay, Rings haben wir verboten. Also Major wird es ankotzen, dass wir Verbot gebrochen haben. Okay, okay, wir müssen noch einen Anvil einen Auftrag geben. Anvil. Uh,
Machen wir ein Iron Anvil einfach mal nur ein. So, damit es. Damit das alles gut ist. Gut, ihr könnt noch ein paar Sachen zum Traden bringen. Only Broker Trades. Move Items to Goods, okay. Mhm. Meat. Da könnten wir ihnen eigentlich auch noch einen ganzen Stapel unter die Nase reiben. Wobei hier ist nicht mehr arg zu viel drin, ne? Nee. Pigtails, Plump Helmets. Das ist alles nicht in Fässern. Haben wir keine Fässer mehr? Das wäre schon sehr seltsam. Ha. Huh. Ha. Huh. Ja, wie gesagt, das wäre schon sehr seltsam. Wir haben auch schon ein paar Kupferbolts. Wir bringen eben ihnen nochmal ein paar Holzbolts. Leder brauchen wir selber. Also die Grundressourcen brauchen wir selber. Da will ich nämlich, wie gesagt, selber genug machen. Metal Bars ist jetzt auch nicht Small Games. Okay, mehr wird schon nicht angezeigt. Kann man nicht hier irgendwas anders mit dazu machen? Wie zum Beispiel Search Kabinets. Ja, hier. Geben wir ihnen mal so ein paar Kabinets mit. Kabinets, Tables, Tisch und den ganzen Gedöns könnten wir eigentlich machen. Ah. Sind die wirklich alle auf Lager? Ernsthaft? Huh. Überraschend. Okay, Nickel, Grabo. Ja, wir geben denen einfach mal so einen ganzen Stapel an Kabinetts mit. Dann werden die nämlich alle verkauft, die halt nicht so pralle sind. Und da sind einige auch okay, also einige gute dabei. Aber dann verkaufen wir auch mal die Möbel. Mhm. So, Schist und den ganzen Gedöns. Dann können die Möbels mitnehmen wie kein anderes. Ich glaube, das reicht erstmal. So, und dann Table. Table Cut Milk, bla 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 bla. Okay, hier. Bridge Table und so weiter. Das hier scheint alles wichtig für den Sinn und Zweck der ganzen Aktion zu sein. Gut. Dann haben wir auch schon ein paar Table verkauft. Dann könnten wir noch Beds machen. Bed. Verkaufen wir einfach mal so ein paar Betten. Wir haben ja mehr als genug und es ist auch nicht wirklich. Wir brauchen auch nicht wirklich Zeit, um das Ganze zu machen, weil. Hoppala. Ja. Hab mich verdippt, sorry. So, geben wir dem noch ein paar Betten mit. Ein paar behalte ich jetzt mal so nebenher. Hm. Was könnten wir denen noch geben? Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Gut, dann werden jetzt erstmal. Ist das hier. Ist das der Carpenter? Okay. Es ist der Carpenter und nicht der Major. Ich dachte es jetzt schon für eine Sekunde. Mhm. So. Dann schauen wir mal. Aber gut, der Craftraff ist immer noch hier unterwegs und macht seine Arbeit. Gut, dann haben wir diesen Handel für diesen Part schon mal erledigt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part, was das hier mit dem Tantrum da noch so alles zu tun hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten. Für die Gott.